So Leute, willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End. Wir sind hier noch immer in New Devon auf der Suche nach unserem guten alten Freund und Bruder Sam. Wir müssen ihn aus den Händen von Rafe befreien und das sollte uns hoffentlich auch noch gelingen. Hier durch. Ja, okay, dann gehen wir einfach mal hier durch. Oh, hier ist ein bisschen Wasser. Ich wollte gerade sagen, gehen wir ins knietiefe Wasser, aber das ist ein bisschen tiefer als knietief. Obwohl, je nachdem, wie groß man ist, ist es vielleicht auch knietief. Kann auch sein. Also für Elena ist es definitiv nicht kniehoch. So, gehen wir hier erstmal ein bisschen unter Wasser und schauen uns hier ein bisschen um, ob wir hier einen Schatz finden oder nicht. Im letzten Part habe ich den Schatz ziemlich offensichtlich übersehen. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, war jetzt halt blöd, tut mir leid. Aber was soll man machen? In der Hitze des Gefechts passiert das halt mal. Und wenn man sich auf ganz andere Dinge konzentriert, ja, dann kann es halt passieren. Und passiert. Wieso bin ich? Ich bin fast gestorben. Nate, kein Grund hier Selbstmord zu begehen. Alles wird gut, wir werden Sam retten. Und wenn wir einen Schatz übersehen haben, es ist nicht das Schlimmste der Welt. Oh, diese Kanone sieht interessant Die aus. Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja. Improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Gibt es hier irgendwo in einem Kanonenlauf einen Schatz? Ich weiß, in Uncharted 1 gab es mal einen Schatz in einem Kanonenlauf. Finde ich ganz schön, wenn es hier auch einen gäbe. Ich finde es schön, wenn jeder diese Kanonen Schatz hätte. Also, da hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Also, keine Ahnung, wie ihr das seht. So, benutzen können wir die auch nicht mehr. Schade, schade, Schokolade. Gut, hier ist auch nichts. Ist da oben was? Nö. Nur ein bisschen Grünzeug, das da herumwuchert. Sonst alles im Lot. Okay, gehen wir mal rein. Und schauen uns hier ein bisschen um. Hier ist nicht. Es gibt so viele Truhen, die er überhaupt nicht öffnet. Und ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen. Ja gut, ich habe es schon mal gesagt. Ich finde es halt einfach ein bisschen seltsam, dass er einfach an so vielen Sachen Oh, vorbeiläuft. schöner Wasserfall. Wo ist der Wasserfall? Ich hätte auch gerne in meinem Haus einen Da heißt es Wasserfall. wohl wieder schwimmen. Es ist ziemlich luxuriös, so einen Wasserfall in seinem eigenen Haus zu Zu haben. hoch für eine Räuberleiter. Was? Das hier? Ja, das habe ich auch gesehen. Wollte Herr gar Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. ja, kann ich mich mal ein bisschen umschauen hier? Hier wird einem ja gar keine Zeit gelassen. Du hast recht. Ich sehe da gar keinen. Ah, da, meinte er wahrscheinlich. Oder? Dort, wo dieses Regal davor steht. So, wie komme ich denn da drüber am besten? Ist die Strömung hier auch vorhanden? Wow, wow! Die Strömung ist stark. Komme ich denn ein bisschen voran? Nee, ich komme kein Stück voran. Wir können jetzt mal ein bisschen trainieren, aber wirklich weiter hilft uns das nicht. So, wie komme ich denn rüber? Der Balken da sieht so aus, als ob man darüber kommen könnte. Ob das der Fall ist, schauen wir mal. So, hängen wir uns mal hier ran. Und dann versuchen wir mal hier rüber zu. Ne, das geht nicht. Okay. Da komme ich nicht hoch. Kann ich das runterschieben? Kann ich hier irgendwas verschieben vielleicht? Nee. Nee, da hoch komme ich nicht. Muss aber da rüber, oder? Dieser Balken sieht so aus, als ob man da auf den draufsteigen sollte. Moment. Ah, Moment, Moment, ich hab's. Am besten von hier ins Wasser springen. Sehr gut. Und jetzt. Okay. Ah, oh, das klappt sogar. War mir nicht sicher, ob es klappt. So, okay, kommen wir. Oh, nee, das sieht nicht gut aus. Komm ich trotzdem rüber? Nein. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Können wir irgendwie was drauf? Oh, ah, Elena, stell dich mal drauf, bitte. Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Hallo. Ja, ist gut, Nate. Ah, komm, jetzt kannst du mal bitte rübergehen. Das ist ein bisschen nervig, was du hier machst. Ein kleines Kinderspiel. So, okay, jetzt soll es klappen, hoffentlich, oder? Perfektissimo. Sehr schön. Okay, rüber okay. da. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine. Schon okay. Ich nehme es mal als Kompliment. Solltest du auch. Er hat ja einfach indirekt gesagt, dass sie fett ist. Ja, sehr nett, Nate. Also, das ist eine charmante Art, eine Dame zu sagen, dass sie ein bisschen abnehmen sollte. Obwohl, Elena ist echt ein Strich in der Landschaft, wenn man sich so ansieht. Aber gut, was soll's. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder dorthin gehen, also so mit der Strömung gehen. Let's go. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Da haben wir mehr als genug Zeit und das Wasser geschluckt. Das ist kein Problem. Ist sauberes New Devon Wasser. Das ist sehr wertvoll auf dem Schwarzmarkt. So, okay, gehen wir mal hier hoch. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich.
Ja, bevor ich das hier untersuche. Ja, wahrscheinlich muss ich das einfach runterschieben, oder? Dann kann sie da hoch. Sollte gehen. Jetzt stürzt wahrscheinlich wieder alles ein. Bitte! Okay, gut. Dass es so perfekt gelandet ist, das Regal. Ich weiß ja nicht, Madame Monsieur. Aber diese hier Wanduhr, die würde ich ganz gerne mitnehmen. Nee, würde ich eigentlich gar nicht gerne mitnehmen. So, verschieben wir das aus dem Weg. Ja. Begeisterung pur bei Elena. Ja. Okay. Da kommen wir auch nochmal zurück. Also wenn ich da jetzt wieder einen Schatz übersehen habe, habe ich wohl einfach Pech gehabt. So, okay, ein paar Kronleuchter sind hier, die von der Decke hängen. Wo sollten sie sonst hängen? Ein schöner Elefant. Ob man den reiben kann? Und dann kommt was Schönes raus. So ein Flaschengeist oder so. So ein Elefantengeist. Gehe ich wirklich schon rein? Ich glaube nicht. Ja, ich kann nur durch diese eine Tür gehen. Wo könnte ich bloß langen müssen? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal durch diese Tür. Sieht so ein bisschen seltsam aus. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew? Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit! Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Ah
Alter, also das mit dem Gift habe ich mir auch schon gedacht. Ich dachte aber, sie hatten sich alle gegenseitig vergiftet. Okay. Oh, kann ich irgendwas mir anschauen? So, für die Nachwelt. Es sieht, also es ist zwar makaber, aber es sieht einfach cool aus, diese, die verlorene Kunst D. Okay, die verlorene Kunst D, was ich sehe nicht. Ehre unter Dieben. Ja, das Ehre, wem Ehre gebührt. So, kann ich mal hier hinsetzen zu meinen Kumpels und Kumpadren und ein Bierchen mit denen trinken. Hier saß wahrscheinlich Avery an der Spitze und ist das hier? Ah, das ist tatsächlich irgendwas. Nehmen wir das mal in die Hand. Ist das diese Einladung da, die sie vorgelesen haben? Im Namen von Lord Avery, ja, das ist die Zeit ist reif, Thomas Stu. Okay, gut, nehmen wir den Brief einfach mal mit. Wieso auch nicht? Und schauen, ob sich bei denen in den Hosentaschen noch irgendwas verbirgt. So ein paar Golddublonen oder so. Aber nee. Aber hier wirklich, dass wir an diesem Ort sind, mit den größten Piraten aller Zeiten. Aber, also jetzt mal ernsthaft, ich bin vielleicht auf den Kopf gefallen, aber wofür entschuldigt sich Nate bei Elena? Dafür, dass er so enthusiastisch ist? Oder, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wieso er gesagt hat, tut mir leid. Also, ihr könnt mich da gerne aufklären, weil ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu blöd dafür. Wahrscheinlich ist es auch ziemlich offensichtlich und ich denke einfach zu kompliziert, aber ich habe es nicht verstanden, so ehrlich gesagt. Gut, gehen wir zu Lord Averys Haus. Keine Ahnung, wo das ist, aber das wird hoffentlich hier in der Nähe sein, denn so weit weg sollte es eigentlich auch nicht. Können wir hier nochmal durch die Tür? Nee. Können wir nicht. Ist hier irgendwas? Was ist das? Noch ein Brief. Lesen wir den mal durch. Möge Gott mir vergeben. Sie waren meine Landsmänner und ich habe sie verraten. Ich habe alles getan, was dieser heimtückische Verrückte von mir verlangte. Jetzt liegt unsere großartige Kolonie in Trümmern und er versteckt sich weiter in seine Wahnvorstellungen, während er mir argwöhnische Blicke zuwirft. Ich bin gewiss, der Nächste auf seiner Liste zu sein. Er war der Kapitän, aber ich war der Quartiermeister. Meine Bemühungen haben Libertaria erst ins Leben gerufen und durch meine Bemühungen bleibt sein Vermächtnis erhalten. Avery wird nicht das letzte Wort haben. Morgen werde ich meine Männer versammeln und die Sache für alle Male beenden. Okay. Also auch diese zwei, ich sag's mal, Verräter. Also Tew und Avery hatten sich gar nicht mal so gern. Gut zu wissen. Da wären wir vielleicht später noch klüger, wer denn siegreich hervorgegangen ist aus dem Kampf. Wer den einen abstechen konnte oder vergiften konnte oder hey, was auch immer. Hier hoch, langsam. Bin hinter dir. Gut, oh. Oi. Ja, erstmal eine kleine kühle Dusche nehmen. Sei vorsichtig. Oh. Also wenn er gesprungen wäre, hätte es geschafft. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Geht klar. Alter, das ist Averys. Das ist aber nicht Averys Haus. Das ist ja 100.000 Mal pompöser als alle anderen zusammen. Alle drei zusammen. So, schauen wir uns unten um. Ist da irgendwo ein Schatz? Seht ihr irgendwas blinken? Also ich sehe nichts, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich sagen, gehe ich einfach mal weiter nach... Ja komm, den Sprung kriegst du nicht hin. Unbelievable, also zu deinen jüngeren... Hi. Das fand ich wieder süß irgendwie. Hey, hi. Zu deinen besseren Zeiten hast du den Sprung auch ohne diesen Pickel hingekriegt. So, was gibt's denn hier Feines? Nate, der Shoreline-Truck ist noch da. Ah, dort. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Ah, jetzt sind wir wieder dort, wo... Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Gut zu wissen. Da unten, da hinten ist... Komm ich da hin? Komm ich da irgendwie hin? Kann ich da rüberspringen? Nee, oder? Hier sind noch mehr Kanonen. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tu's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann... Ja, der ist schlecht. Tut mir leid. Ja. Ziemlich schlecht. War das jetzt irgendwie ein englisches Wortspiel, was bei der Übersetzung keinen Sinn ergibt? Ich hab's nicht verstanden, ich hab's wieder nicht verstanden. Ich verstehe hier so vieles nicht. Gibt's hier sonst irgendwas, was wir uns anschauen könnten? Nee.
Eigentlich nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier ein bisschen auf den Kopf gefallen, weil ich verstehe hier einiges nicht so. Keine Ahnung. Die. Alter, das ist aber perfide. Den schätze ich man überhaupt nicht so. Das ist der Elefant. Das ist ein cooler Elefant. Ein bemalter Mogul-Elefant. Ey, komm. Wenn ich den übersehen hätte, das kann man mir jetzt wirklich nicht übel nehmen, weil durch das ganze Licht, weil alles hier so grell ist, sieht man sowieso so wenig. Und dann, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, zum Glück habe ich es aber gesehen. Aber es ist wirklich richtig hell hier. So, okay. Und ich bin nicht ganz so hell. Ja, ich gebe es zu. So, okay. Gehen wir dann mal hier rein. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Und nehmen den Eingang, der dafür bestimmt ist, der ganz bestimmt nicht irgendwie unfreiwillig da entstanden ist. So, brodelt hier was im Töpfchen, vielleicht ein bisschen Gift oder so. Jetzt überlege ich mir, also ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele Sprichwörter auf Englisch, von dem her, was könnte es da sein mit Gift und Kanonen? Weiß nicht. Also das finde ich dann ein bisschen schade, wenn solche... Also keine Ahnung, vielleicht verstehst du, vielleicht gibt es auch im deutschen Sinn so, keine Ahnung, Gift ist stärker als Kanonen. Ja, okay, aber irgendwie war dann die Reaktion von Nate ein bisschen seltsam. Ach, keine Ahnung, erklärt es mir und zeigt mir doch, wie doof ich bin und wie viel klüger ihr doch seid. So, okay, dann gehen wir mal hier weiter und schauen, ob wir auch bleiben heiter. Des Tages, pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Macho Nacho, da würde ich gerne essen gehen. Ist doch eine Fastfood-Kette. Also, so wie ich das verstanden habe, sollte das eine Fastfood-Kette sein. Oder, keine Ahnung, vielleicht nicht Fastfood, sondern Slow Food. Oder, weiß nicht, irgendwas anderes mit Essen. Aber hört sich nach einem Restaurant an oder nach einer Kette. Wieso sind die so gut intakt? Ah, nee, okay, da ist doch noch Moos. Ich dachte, vielleicht waren hier die Shoreline-Typen und haben die hier irgendwie geputzt oder so. Können wir hier ein bisschen spielen auf dem Flügel? Ja, tatsächlich. Hallo, spiel nochmal. Wieso? Oh, gab's... Hatte irgendwie eine Melodie anklingen lassen, die man kennen sollte? Ne, okay, da war definitiv keine Melodie vorhanden. Aber keine Ahnung, ich dachte vielleicht so... Irgendwie wieder so ein Easter Egg, wo er irgendwie... Keine Ahnung, die Melodie von Jack and Dexter oder Crash Bandicoot anspielt. Das wäre doch was Cooles gewesen, so. Aber hier sieht es nicht danach aus, als ob es hier noch irgendwas gäbe. Von dem her gehen wir mal hier runter. Und hier kommen wir auch nicht mehr hoch, weil wir... Ja genau, wir rutschen hier runter. Okay, ist mir egal, dass wir da nicht mehr hochkommen. Denn ich habe mich da genug umgesehen. Okay. Oh, was ist denn hier Feines? Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Was sind die... Oh, die, okay. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Jetzt, wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, werden die auftauchen. Das könnte ich mir vorstellen, oder? Nee? Okay. Nee, okay, dann doch nicht. Also, weil der Waffen... Oh, vielleicht auf dem Rückweg werden sie mich angreifen. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich auch possible, Mesdames et Messieurs. Aber es sah gerade nach aus, als ob... Keine Ahnung, wir gehen die Treppe hoch und irgendjemand kommt mit seinem Granatenwerfer, schießt uns runter und wir springen da von der Treppe und gehen in Deckung. Was sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Okay, die Tür betreten wir gleich. Erstmal schaue ich mal hier rum. Vielleicht haben sie auch ein bisschen von dem Wein gekostet. Weil so ein guter, alter Wein... Ist hier auch gut gereift in den ganzen Kelchen der Gründerväter da. Alter, die sehen irgendwie... Die sind aber neu, oder? Die haben die Shoreline-Typen hingestellt, kann ich mir vorstellen. Oder ich bilde es mir nur ein. Aber Einbildung ist auch eine Bildung. Meine einzige momentan leider. Weil ich bin ein sehr ungebildeter Typ, müsst ihr wissen. So, gibt es hier noch irgendwas? Scheint mir nicht so.
Ich komme nicht durch die Tür, kann das sein? Ah, verdammt, die Tür, da geht's gar nicht weiter. Moment, ich gehe nochmal kurz zur Tür, nur damit mir Nate dann sagt, hey, ich komme hier nicht durch. Alles gut, Nate, alles gut. Also, es geht doch hier durch. Wieso wartet ihr denn hier? Mist, die wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Oh Mist! Shoreline! Verdammt! Euch habe ich gar nicht vermisst, liebe Freunde. Euch habe ich absolut gar nicht vermisst, muss ich zugeben. Das ist ein Typ mit Riesenmaschinengewehr, oder? Ja. Okay, nein, versuche mich den mal auszuschalten. Wenn ich das dann irgendwie hinkriegen würde, mal zu zielen und dann... Alter, wie viele sind das denn? Wie viele sind das denn? Schon mal schön daneben geschossen, das ist gut. Komm, bist du tot? Bist du tot? Alter, ich habe ihn jetzt 3 Schüsse reingeballert. Ist er eigentlich tot? Ich glaube, der ist tot, oder? Der ist tot, okay. Den haben wir schon mal erledigt. Das ist eine gute... Wo ziehst du denn hin? Hier bin ich. Hier bin ich, Freundchen. Okay, also... Ja, ich sehe, dass er nicht vorbei ist. Danke für den Tipp. Ey, woher kommen die denn alle? Jetzt mal ohne Witz. Schaut doch an, wie viele das sind. Hier noch einer, der mich nicht zieht. Schön Headshot verpasst. Ja, was soll ich sonst machen? Was ist denn hier? Headshots. Nein, komm, triff mal. Nein. Das sind einfach zu viele. Und ich habe den nicht getroffen, weil... Wieso habe ich keine Munition mehr? Oder... Ah, war da ein Kontrollpunkt? Da war ein Kontrollpunkt, glaube ich. Hä, wieso war da schon ein Kontrollpunkt? Ja gut, also kann mir egal sein, ne? Das heißt, ich muss den Großen da nicht mehr töten. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam, dass da ein Kontrollpunkt war. Oh Mist! Was? Da habe ich mich erstmal schlafen gelegt. Das sind einfach deutlich zu viele hier. Also, keine Ahnung, die treffen zwar überhaupt nicht, genauso schlecht wie ich, aber es sind einfach so viele, dass selbst ein... Also wenn 100 blinde Hühner auf ein Korn schießen, irgendwann treffen sie das Korn. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Ist der tot, der Scharfschütze? Ich glaube, der Scharfschütze ist tot. Das ist gut. Erstmal ein bisschen ausruhen. Ich geh einfach mal hier rüber. Ich habe keine Ahnung, ob das eine... Ela, versperr mich doch nicht den Weg. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Woher kommst du? Da ist der Hut. Bist du tot? Der ist nicht tot, jetzt ist er tot. Ist er tot? Ich bin tot. Oh nein! So, okay. Munition nehmen. Was? Was ist das für ein krasses Gewehr? Das ist ein mega krasses Gewehr. Okay. Damit werden wir alle ausschalten. Wir werden es hinkriegen. Komm. Hat das verzieht aber auch richtig. Aber dafür schießt es auch richtig ordentlich. Okay. Das ist gut. Alles easy peasy hier. Kommst raus? Okay. Also das Gewehr ist ja mega. Das Gewehr ist mega overpowered. Das ist super. Okay. Komm da nochmal. So, bist du der Letzte? Ich hoffe, du bist der Letzte. Nur noch 18 Schuss. Aber die sollten hoffentlich ausreichen. Da oben war noch welche, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Okay, da ist noch einer. Kommst du her? Sind da eigentlich noch mehr Typis mit Riesengewehr oder irgendwie, keine Ahnung, mit diesen Granaten werfen? Ich hoffe mal nicht. Weil momentan bin ich ganz zufrieden mit meinem Gewehr und du hast mich nicht gesehen. Hä? Was zur Hölle? Das sah ein bisschen sehr seltsam aus. So. Okay, verschwende mir ein bisschen Pistolenmunition. Woher schießt du? Hä? Woher hat er geschossen? Da ist einer. Hab ich gesehen. Komm, zeig den Köpfchen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn da noch mehr Scharfschützen sind. Und ich präsentiere mich einfach so auf dem offenen Feld. Aber ich glaube, die Scharfschützen hätte ich jetzt schon ausgeschaltet. Okay. Jetzt sind nur noch... Scheiße. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Okay, ging noch relativ flott. Also ich bin ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Das waren aber so viele, das ist ja unglaublich. Ich keine Ahnung, die haben von überall geschossen, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Und
Ey, das war bis jetzt, finde ich persönlich, die schlimmste Stelle. Zum Glück hatte ich den Granatenwerfer dabei, somit konnte ich den fetten Typi ganz am Anfang ausschalten. Will ich das hier mitnehmen? Ich glaube, das verliere ich gleich beim nächsten, nee, komm, das verliere ich sowieso so schnell wie möglich. Von dem, nee, ich behalte den Granatenwerfer. Wenn es nochmal so ein Riesentyp kommt, dann wird mir der Granatwerfer deutlich bessere Dienste erweisen als dieses Gewehr dort. So, habe ich mich hier eigentlich genug umgesehen? Ich gehe nochmal kurz hier hoch, um zu schauen, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich glaube, es geht wirklich durch die Tür durch. Und das hier sind nur Orte, um hier den Kampf auszutragen. Den meiner Meinung nach bislang härtesten Kampf. Ich bin auch so oft wie noch nie gestorben, ja, kann man sagen, oder? Bei der einen Stelle bin ich ein paar Mal gestorben, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr, welche Stelle es war, aber ich bin auf jeden Fall mal gestorben. Aber ich glaube nicht so oft wie hier. Okay, ich glaube, hier ist gar nichts mehr allzu Interessantes. Ich könnte theoretisch diese ganzen Scharfschützengewehre mitnehmen. Will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. So, gehen wir erstmal durch die Tür. Wo war die Tür nochmal? Da unten, glaube ich. Nein, oh! Enterhaken. Oder gibt es da noch was? Vielleicht gibt es da noch einen kleinen Schatz, der auf mich wartet. Das ist ein Riesenkronloch. Da könnte es einen Schatz geben. Komm ich da rauf? Tatsächlich, da komme ich rauf. Okay, was? Hinweis? Ja, geh durch die Tür, ist gut. Ich will erstmal den Kronleuchter erklimmen. Vielleicht ist da oben ein Schatz, der auf mich... Ah, nee. Nee, ich komme nicht weiter nach oben. Schade, schade, Schokolade. Okay, dann seilen wir uns erstmal ab. Ja, gehen wir einfach hier runter. Seilen wir uns nicht ab. So, okay, hier ist jede Menge Munition, aber... ich sollte vielleicht eine Handfeuerwaffe mitnehmen, nämlich die hier. Ist gut. Die ist gut, ja. Ein bisschen Munition nachladen. Das tut immer gut. Und dann gehen wir durch diese Tür. Komm, hilfst du mir, Elina? Okay, dann los, bereit? Jetzt kommen noch mehr Typen, ich sag's so. Okay, sieht nicht danach aus, oder? Okay, mit Anlauf, mit Schmackes! Oh, hallo auch. Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treu... Was in dem Brief steht und was wir hier sonst noch erleben werden, das erfahrt ihr leider erst im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tüdelü.